just make me crack. Basti schreibt ihn ganz auf den Händen. Ganz professionell. Und ja, wir sind jetzt beim vierten Tag schon hier. Ich bin schon bald wieder zu Hause. Ja, wir gehen jetzt zum Bahnhof. Da treffen wir dann Chris. Und dann fahren wir nach München. Und mehr habe ich nicht zu sagen. Wir haben jetzt halt fertig gemacht, gegessen und so. Und dann werden wir halt erstmal schon ein bisschen shoppen gehen. Wir werden in Saturn und GameStop und was weiß ich wohin gehen. Ich will Mario Kart 8 spielen. Genau, da werden wir Mario Kart 8 spielen. Wenn es geht, werde ich davon auch was aufnehmen. Ich hoffe, es ist da. Wenn nicht, dann werde ich Jan auch was aufnehmen, die einfach rumschrei und alle anmacht oder so. Keine Ahnung. Ja, dann werde ich noch auf jeden Fall mir neue Kopfhörer kaufen. Bei meinen alten, das ist einer Schrott, da funktioniert noch einer halt. Und die hat uns voll angelächelt. Ja, die hat mich angelächelt. Ich kenne die ja, die ist ja nicht so Nachbarin. Weiß ich da nicht. Jetzt weißt du's. Ja, schon. Das ist lächerlich. Was? Ich habe mein Handy vor ungefähr 20 Minuten auf 100% gehabt. Das ist jetzt auf 80%. Das ist so behindert. Ja, auf jeden Fall, dann brauche ich auf jeden Fall einen Koffer und dann gehen wir auf jeden Fall wieder in einen Item-Shop. Ja. Werden diesmal was kaufen. Ja. Ganz viel. Ich habe ganz viel Geld mit. Auch was filmen. Ich ja, ja, mach ich wahrscheinlich das auch. Die von Leuten gefilmt werden. Ja? Ja, die haben, machen auch Laden auf ihrem Facebook. Dann mache ich. Ja, das weiß ich. So. Okay, dann mache ich das. Ich auf jeden Fall von Item Shop auch was auf. Und ja, da werde ich mir auf jeden Fall ganz viel kaufen. Extra viel Geld mit von Item Shop, den werde ich einfach leer kaufen. Und ja, dann gehen wir nachher noch ins Kino. Ja. Und dann spielen wir abends wahrscheinlich wieder Pokémon. Oder Mario Kart. Vielleicht spielen wir oder beides. Mario Kart. Ja, oder? Ja so, obwohl, doch, wir können Chris mitnehmen. Wir haben ja dann zu Abend gegessen schon. Ja, oder wir machen halt wie gesagt beides. Mario Kart und danach noch Pokémon. Ja. Weil ich meine, Chris kann auch Pokémon spielen. Ja. Spielen wir wieder so Vierer-Ding. Ja. Machen wir jetzt alle ins Wohnzimmer, dann sind wir nah am Weg. Dann sind wir eigentlich weit weg. Wenn wir dann scheiße. Ach, mein Arm tut langsam weh. Es wird schon ganz die Grenze zu halten. Also, wirklich, du musst ab jetzt immer so 10 Kilo noch unten an die Kamera dranhängen. Dann ist der erste Schritt, dann ist es stabiler und dann trainierst du. Und dann, wenn du mal ja, nee, ist klar. Musst, 10 Stunden lang, dann kannst du das, weil du so viel Muskeln hast. Ja, nee, ist klar. Dann fallen meine Arme eher ab, aber Kopf hoch. Na egal, wir sehen uns später wieder. Ich verliere mich zum Spielchen. Alter, du musst da unten gehen. Komm, da sind beide draußen. Ich hab's hier, Mann. Ich hab's hier, Mann. Vielleicht können wir den mal vorne wieder zu einem Mario Kart. Ja, das ist. Ah, fuck. Das ist ja ultra geil auf dem Ding hier. Vielleicht tue ich den Donnerwiel mit Mario Kart und vielleicht auch online. Das geht ja. Ultra geil, wirklich. Also 300 Euro kostet die Million, ne? Ja, mit Pickup Pack mit Mario Kart 8. Ja, auch 300. Mal gucken. Ist eigentlich. Also, das ist so episch. Ich werde mal auf jeden Fall auf den Laptop holen, sehen. Mal gucken. Ich werde den. Ja, klar. Ja, lass mich da Garten machen. Lass mich da Garten machen. Ja, klar. Dann will ich halt Mario Kart online einfach aufnehmen. Vor allem, du hast ja auch eine Video, dann können wir jetzt auch noch gegeneinander zocken. Ey, das geht auch noch nicht zu zeigen. Ja, das ist natürlich cool. Das sieht so geil aus, als hier unten, Mann. Hier unten sieht es aus wie ein Computerspiel. Wirklich. Muss ich hier auch mal abfilmieren. Ich weiß nicht, ob die Unterschiede dann bei dir wie. Ja, ich glaube, bei weniger sind Unterschiede. Ich glaube, bei weniger sind Unterschiede. Das ist super. Ich schalte mal oben, ja. Und wir sind halt trotzdem erst bei Kontakt, wie ihr eigentlich sein stellt. Ja, seid ihr auch, kennt ihr euch. Das ist auch mal, ich möchte mich, ne? Und schau mal, die lassen sich aber schweben, Mann. So rennt es sich. Nein, das ist das Schwierige. Aber schau mal, ich krieg echt auf 100% Münzen. Das ist abgemalt. Dann werde ich mal schneller, ne? Ja, aber kannst du das mal nicht abprobieren. Aber ich kaufe so ein paar Hebelchen. 100 Euro. Also mein cooler Hebelchen, 100 Euro gekostet. Ich will auf jeden Fall ein cooler Hebelchen machen. Weil ich kann ja nicht. Ich kann ja nicht. Obwohl man hier auch manchmal ein bisschen komische Sachen sieht. Aber kann ich gar nicht ein bisschen befreien. Dann habe ich gern ein bisschen Punkt. Oh, ich finde das wirklich toll. Ich glaube, es wird einfach befreien. Ich stehe sehr endlich. Aber man muss das mit einem Controller spielen. Ich stehe sehr endlich. 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 Ich stehe sehr. Weil ich wahrscheinlich meine View, wenn ich dann nur erst zum Ende des Jahres, ne? Oh, die Minute soll ich mir ganz selber anschauen. Ich werde wahrscheinlich erst zum Ende des Jahres. Wenn ich keine View, dann können wir das ganz auf Sonder, ja? Ja. Kannst du noch ein bisschen aufhören, danke. Ja, ich kann auch ein bisschen. Ist auch ein bisschen auf, ich weiß nicht. Ja, super. Perfekt. Dann kann ich Chris noch nicht. Dann muss ich ja genau wissen. Also, er ist ganz unten. Oder oben kann man das auch nicht haben. Ja, ich kann mit meinem Achsel auf. Ja, das ist richtig. Vorher ist ein Body draußen. Ja, das ist richtig. Was ist denn das hier? Oh, das ist ein bisschen geil. Nein! Ja, deswegen, wenn man vorne runterfällt. Oh, da kommt ein Drone. Das ist jetzt aber die Bayern-Spiel, oder nicht? Ich weiß nicht, wo ich lang muss.
habe mir hinten die Karte oder so. Kann man sich gleich umstellen, ja. Irgendwie raus. Ich habe die Karte hier gekauft. Ich habe die Karte hier gekauft. Ja. Aber da hinten, ja. Das ist die Feuerwehr lauter gemacht. Oh, die Sekunde, die Atmung, die kann ich gerne mit dem Schirm. Die Wunde drin. Ich bin nicht so ein bisschen schneller, oder? Ich bin nicht so ein bisschen schneller. Ja, das hört sich aber ganz schön gut anscheinend. Sag mal, ich weiß, ob ich verkaufen kann, damit ich mir die UR aufkaufen kann. Ja, ich kann das nicht. Ich kann das nicht mehr. Ich hab das nicht mehr. Sondern der Rebel Aumann sieht richtig viel. Ja, es ist schön hell hier. Und Basti wird diese Tasche nicht tragen, auch wenn er es unbedingt will. Ich will das Licht in meinen Kopf. Geil. Weil der Bildschirm gerade schwarz war. Ja, wir waren jetzt in München und ich habe doch nichts von Item Shop oder so gefilmt, aber ja von Super Mario, von Mario Kart. Super Mario Kart! Man kennt so viel, das ist so geil. Ja, wir waren halt Saturn, da habe ich mir Kopfhörer geholt. Neue, weil ich für mein Handy ja brauchte, hatte ich ja schon gesagt. Danach waren wir im Itemshop, da habe ich mir eine Minecraft Pickaxe geholt. Ich wollte mir eigentlich Minecraft Sword holen, aber Sword. Also, eigentlich ich will dazu sagen, ich, wie ihr wahrscheinlich von den vorherigen Videos sehen konntet, was auch immer, habe ja Jan gezwungen, am ersten Tag schon dahin zu gehen. Da gab es die 4 Stück. Und dann, nein, wir gehen nochmal hin, wir kaufen nochmal und da kann ich das ja dann kaufen. Ja. Dann sind wir da, weg ist es. Also, wer hat den richtigen Plan? Wir sehen es nicht, aber ich zeige auf mich und hau auf mich. Alle Iron Swords waren weg, nicht mal im Lager hatten die auf welche und Iron Pickaxe war überhaupt eine weg, wenn überhaupt halt. Und dann habe ich mir noch ein, von Super Mario ein Piano F geholt, da sind dann halt von... Kann man so. Da sind halt von übelst vielen Mario-Spielen, Mario Galaxy, Mario Kart und so. Ja.
genau. Musik. Die ganzen Themes. Und ich werde dir auch gleich die Sachen nochmal zeigen, wenn wir bei Basti sind oder später. Denn wir werden jetzt gleich nochmal Mario Kart spielen. Vielleicht werde ich davon auch nochmal ein bisschen was filmen. Weiß ich noch nicht, weil... auf der Wii U, das sieht so geil aus. Ach, mein Arm. Kauft es euch, spielt es, genießt es besser als Xbox One, besser als PS4, besser als jede andere Konsole. Ja. Es ist einfach Mario Kart auf Full HD. Ja, das ist so göttlich. Auf jeden Fall. Ja, wir werden halt, wie gesagt, ich werde das auf Wii noch spielen. So davon weiß ich noch nicht, ob ich was filmen werde, weil ich auch jetzt nur noch 2,5 Stunden aufnehmen kann. Was? Ja, weil ich so viel... 2,5 Stunden ist ja noch genug. Ja, außer wenn ich jetzt wieder ganze Zeit halt von... Ja, wir könnten ja theoretisch mit meiner Kamera aufnehmen. Mit der, die nicht meine ist so cooler, aber Weitwinkel. Sondern die... Nee, aber das ist ja... Weitwinkel ist ja eigentlich behindert für die Aufnahme. Also, ja, das meinst du, ja. Und also, falls du willst... Ja, gucken wir mal. Weil ich will auch keine 20 Minuten wie das Ganze, oder 30 Minuten wie das. Ja, du kannst ja lustig. Und da ist schon wieder mein Wecker. Vor allem, wenn wir das Bild geteilt haben, dann sieht man noch mehr. Bei den 4 Dingen, da sieht man ja auch so wenig auch nur noch. Ja, ihr seht ihr gerade schön viel. Nein! Doch, Jan, du hast gerade... Er will mir die Tüten klauen. Das Zeug in den Händen. Ich darf die Tüten nicht tragen, weil da seine Pickaxe drin ist und Sachen. Nein, nicht deswegen, aber ich will dich tragen. Ich habe hier ein Razer Mauspad gekauft und... Es ist mit Razer Technology. Ich glaube, es hat eine Software. Ja. Nein, hat es nicht, aber eigentlich müsste das heißen, es hätte eine Software. Ja, wie gesagt, vielleicht nehmen wir es von Mario Kart auf, vielleicht nicht, sonst sehen wir uns später auf jeden Fall unten wieder bei Basti im Keller. Oder wir sehen uns nicht, je nachdem, wie dunkel oder hell es ist. Jo, das ist so schlecht. Oh, warte, ich muss reißen. Ciao. Dutz! Ist aber noch nicht fertig. Oh Mann, no. Auf jeden Fall. Noch nicht fertig? Nein. Okay, dann mach den Ton weg, wenn ich das mache. Das dauert ja nicht lang. Wir werden halt dann bei Basti im Keller, zeige ich dann die Sachen noch. Und dann werden wir wieder Pokémon spielen und alles, was ich dann auch nochmal sagen werde, weil ich es kann. Und jetzt kannst du das machen. Es ist gerade dunkel, warte, wir gehen unter die Laterne hier, unter den Sonnenschein. Okay. Dütz! Jetzt mal aus. Sag mal hallo. Will nicht. Warte. Hallo. Ja, wir sind jetzt wieder bei Basti im Keller. Abends. Alleine. Er kuschelt sich gerade ein. Ja. Wir sind gerade die ganze Zeit bei diesen... Wir benutzen ganze Zeit diese App The Test. Von auf dem Handy und testen uns gegenseitig. Gucken, wie gut wir uns kennen. Und er ist dabei nebenbei noch ganz über Hot or Not. Und. Ich wurde wieder verlinkt. Der wurde verlinkt. Und jetzt wollte ich euch noch zeigen, was ich bekommen habe. Das, was Basti bekommen hat, also wie das Mousepad aussieht und der Pilzdingens, das zeigen wir morgen, wenn wir dran denken. Aber ich kann ja meine Sachen schon mal zeigen. Ja, von Saturn. Da sind meine Kopfhörer fürs Handy. PC kann ich auch benutzen, mal gucken. Aber ich habe ein gutes Headset, aber trotzdem zum Nutzersatz oder so. Ist auf jeden Fall ganz geil, der Sound. Habe ich mir natürlich angehört, bevor ich es mir geholt habe. Und mir wurde es auch von Chris empfohlen. Und dann dachte ich mir, probiere ich es aus. Ich habe auch einen Monat Zeit, es zurückzugeben und. Wieso nicht, ne? Und zweites, Pickaxe von Minecraft. Voll cool. Kann ich jetzt auch in Real Life abbauen, yay. Ja, die habe ich mir im Item Shop geholt hier in München und den gibt es auch nur hier in München. Also für Leute, die in München oder in der Nähe von München wohnen und da noch nicht waren, geht auf jeden Fall hin. Ist am Isartor. Für die da schon waren, geht nochmal hin. Und für die irgendwann mal nach München kommen, die geht da auch hin. Ist ein Befehl. Ja. Und dann habe ich mir noch auch im Item Shop das hier geholt. Super Mario! Voll easy Piano. Ja, das sind von ganz vielen, hatte ich ja schon, mir schon gesagt. Ganz viele Themes von ganz vielen Spielen hier von Super Mario Bros., Super Mario Bros. The Lost Levels, Super Mario Bros. 3, Super Mario World, Dr. Mario, Super Mario Kart, Super Mario World 2, Super Mario 64
und. Sind noch 3, 4 irgendwas und ja, das sind dann halt die Klaviernoten dafür. So. Zack. Weil ich spiele ja seit zwei Monaten nur so wieder Klavier. Hab's früher sogar 4 Jahre mal gespielt, ist aber auch schon wieder 6 Jahre her. Aber dafür geht's jetzt relativ schnell dann voran. Und dann kann ich die irgendwann halt auswendig und wenn ich das nächste Mal übe, spiele ich die halt auswendig, weil ich es kann. Yay. Und ja, wir werden wahrscheinlich jetzt weiter dieses Test für dich machen. Oder so Test, einfach aus Langeweile, weil wir nichts zu tun haben. Dann werden wir noch... Und Pokémon, ich werde heute das noch fangen oder ich werde es versuchen. Ich habe schon mindestens 3 Spielstunden und über 1,5 Boxen voll mit diesem scheiß Viech. Ja, also wollte ich gerade sagen, ich will noch Pokémon. Ja, so wird weiter Glamourglass fahren. Weil er will da unbedingt den Typ ruhig, ne? Ruhig, ja. Jeden habe ich, jeden außer ruhig. Ja, und ich werde wahrscheinlich so Silver weiter durchspielen, weil ich versuchte jetzt noch alle Legendären zu fangen. Also fast alle zumindest. Hast du Suicune schon? Ja, Suicune habe ich gestern noch gefangen. Da hat er schon gepennt. Ich war nebenbei noch am Meister. Ich habe nicht gepennt, ich habe nur gelegen. Ja, aber irgendwann hast du auch schon gepennt, oder? Als ich, oder? Bevor ich eingepennt bin zumindest. Ja, bevor du eingepennt bist, habe ich schon gepennt, glaube ich. Ja. Ich habe schon gekriegt, er hat halt daneben gelegen und hat. Ich habe geträumt. Ja, und irgendwann ist er dann gepennt und irgendwann habe ich dann noch drei Tage lang gespielt, da habe ich dann noch was probiert, das hat irgendwie nicht geklappt, dann habe ich keinen Bock mehr gehabt, dann habe ich ausgemacht, dann habe ich noch gegoogelt, wie das jetzt genau richtig geht. Weil ungefähr wusste ich es, aber irgendwie hat das. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert, deswegen habe ich das dann noch gegoogelt und dann bin ich noch ein bisschen auf Facebook, weil ich Langeweile hatte und dann bin ich auch pennen gegangen. Komm jetzt laut, und ja, jetzt werde ich jetzt gleich, ich muss, je nachdem wie lange wir halt aufbleiben und so, muss ich dann halt gucken, werde ich jetzt auf jeden Fall noch die letzten Arenen machen, 3 fehlen mir noch. Dann werde ich wahrscheinlich noch Arktos auf jeden Fall kriegen, Zapdos bestimmt auch, vielleicht auch noch Lavados und... Vielleicht sogar direkt auch noch Mewtwo und Ho-Oh, je nachdem wie viel Zeit das, wie lange das halt dauert und wie viel Zeit, bisschen wie lange wir zocken. Und ja, dann, ja, werde ich noch gucken. Ich weiß noch nicht, vielleicht hole ich mir Raikou und Entei auch noch, weil ich will die alle auf Y ziehen. Aber das bei denen ist halt doof, da muss man die mal suchen, muss man die erstmal anstechen, dann muss man sie wieder suchen, wenn sie nicht sofort fängt, dann räumen sie wieder ab. Und ja, wahrscheinlich interessiert die meistens gar nicht, weil viele von euch vielleicht auch gar kein Pokémon spielen oder so, oder das nicht kennen oder was auch immer, aber egal. Wenn jemand nicht Pokémon kennt, dann kann er sich jetzt bitte irgendwie schämen und auch umbringen. Ich ermutige niemanden zu Selbstmord, aber bitte, wer kennt kein Pokémon? Ja gut, kennen vielleicht, wenn von Namen zumindest irgendwie wird das auf jeden Fall jeder. Wer kein Pokémon gespielt hat, hatte keine Kindheit. Ja, aber ich habe auch zuschaut, die glaube ich auch noch bestimmt 12 oder 11 sind noch ein paar. Ja, mit 12 oder 11 da haben wir schon lange Pokémon gespielt. Ja. Sobald du lesen kannst, spielst du Pokémon. Ende im Gelände, Anfang. Sogar wenn du noch nicht alles lesen kannst. Ja, Chris hat schon angefangen, wo er noch nicht lesen konnte. Ich nicht, da wusste ich noch nicht, was ein Gameboy ist. Die gab's auch noch nicht. Ich hab schon im Kindergarten die ganze Zeit, mit einem Freund die ganze Zeit versteckt. Und dann haben wir immer auf sein Gameboy gezockt, wenn es geklaut wurde. Hatte ich nur Karten. Und wenn er geklaut wurde, dann haben wir den uns einfach wiederholt, weil ich ja immer schon so riesig war. Dann konnten wir einfach überall ran. Der Gameboy geklaut. Ja, nee, nicht geklaut, also weggenommen von den Betreuern, weil wir das nicht durften. Wir gerade klaut euch im Kindergarten gegenseitig Gameboys. Ja, normal. Und deswegen, ich habe da schon ziemlich früh mit angefangen. Und wobei, bei da haben wir dann immer erst Mario gezockt, aber später auch immer Pokémon. Ich meine, bei dem, also das war mein bester Freund früher, bei dem habe ich auch jedes Wochenende gepennt oder ja bei mir und. Ja. Ja. Und der hat mir seinen alten DS sogar für 30 Euro verkauft, ist richtig cool. Wo er dann. Wer? Er, mein alter bester Freund, der mir erst, der hat halt DS, dann ist DS Lite rausgekommen, hat er sich den direkt geholt, weil der hat dann einen reichen Vater. Und dann hat er mir seinen alten, der noch gut in Schuss war und alles für 30 verkauft. Aber der hat mir auch eins für 30 verkauft letztes Jahr. Und deswegen habe ich auch wieder mit Pokémon angefangen. Da habe ich mir einfach direkt ein 3DS noch hinterher geholt und direkt als Pokémon Y rauskommt, Pokémon Y geholt. Aber gut, wir beenden das jetzt hier. Ich laufe ganz in dem Raum herum, finde es wohl cool. Ja, dann wünsche ich euch wie immer noch einen schönen Abend, schöne Nacht, schönen Tag, whatever. Wenn ihr es guckt. Was? Ich bin fertig! Was? Das entspricht keiner meinen Suchkriterien. Alter. Mein Suchkriterium ist nur Alter, ne? Also. Wie lange hast du bitte? Nicht
lange, vielleicht eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde, das ist insgesamt. Ja, egal. Dann, ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Er ist schon bereit. Lasst eine Wertung da. Und, also ich würde mich freuen über eine Wertung. Sag so, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und ciao. Dütz! Hat getroffen? Nein.